Ihr habt euch also für Camtasia Studio 7 entschieden. Gut, dann werden wir als allererstes mal uns die Testversion downloaden, die 30-tägige Testversion. So, jetzt habe ich's. Gibt's fast überall und so, und deswegen einfach mal auf Download klicken, dann downloaden, dann installieren, halt alles machen. Ich denke mal, darüber muss ich das, da muss ich nichts erklären. Auf jeden Fall, wenn ihr es installiert habt, startet es. Das sieht dann in etwa so aus. Und dann werde ich euch gleich mal verraten oder sagen, wie ihr denn rendert. Als allererstes habt ihr dann mit Threads, ich weiß ja nicht, ja, ihr habt ja ein Video, was ihr rendern wollt, mit Threads oder so. Ich nehme jetzt einfach mal einen Teil davon, ziehe den hier rein. So, dann habt ihr zum Beispiel mehrere Videos, was weiß ich. Dann, was mache ich hier? Die habe ich noch offen gehabt. Mist. Gut, dann habt ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier noch drei andere Videos. So. Die sind dann halt alle ziemlich groß und ihr wollt die halt kleiner kriegen und rendern. Und dafür ist das Programm da. Ihr nehmt jetzt diese vier Videos. Zieht die hier rein. Drückt auf Aufnahmeformat. So, dann habt ihr jetzt halt hier das Video. Nö, dann kann man das halt abspielen. Und ja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann man nicht rendern? Ihr könnt das auch noch bearbeiten mit, wenn ihr auf mehr geht. Ihr könnt Audio bearbeiten, leiser und lauter machen. Übergänge halt von einem Video, zum Beispiel mit dem Ding ins andere Video übergehen. Cursor-Effekte, Titelclips, halt ganz viele Sachen. Darüber werde ich jetzt kein Tutorial machen. Ich werde euch einfach mal erklären, wie ihr rendert. Es geht ja einfach wieder zurück auf Clip-Auswahlfenster. Habt ihr jetzt die Größe angepasst? Ich werde immer auf Aufnahmeformate gehen, weil so groß ist dann halt das Video. Zum Beispiel das hier. Kann man sehen. Länge 1 Minute 23. Und ja. Dann drückt ihr auf jeden Fall auf Produzieren und Weitergeben. Ihr könnt HD machen, das ist extrem groß, würde ich nicht machen. Ich würde einfach mal auf benutzerdefinierte Produktionseinstellungen gehen. Dann MP4, ich würde das hier auch auswählen, weil das auch empfohlen wird. Dann geht ihr auf Weiter, dann am besten keine Steuerelemente. Dann halt hier könnt ihr halt anpassen. Ich würde auf Abmessung ändern gehen. Wenn ihr es in HD haben wollt, dann macht ihr erstmal den Haken raus. Gibt 1280x720, das ist HD und Vollbild, oder ihr wollt halt nur in 480 haben, dann gebt ihr ein 855x480 ein. Ich werde jetzt einfach mal 480 Pixel nehmen. Hier ist es dann genauso, wenn ihr dann halt da drauf klickt, dann klickt ihr auf OK, dann habt ihr es hier eingestellt. Dann kommen wir mal zu den Flash-Optionen. Ihr könnt einstellen, umso besseres Internet ihr habt, umso größer könnt ihr die Qualität machen, aber umso größer wird das Video dann auch. Ihr könnt es einmal mit Bitrate machen, also mit der Bitrate. Normal ist das aber 800. Aber ich mache das immer meist mit Qualität. Ist irgendwie für mich einfacher. Dann könnt ihr hier einstellen, mit welchem Format, also in welchem Videoformat. Ich nehme mal MP4, nehme Keyframe alle 5 Sekunden. Automatisch, ihr könnt auch jetzt hier nur 30 einstellen. 30 Bilder pro Sekunde, ich nehme mal automatisch. Wird dann halt immer angepasst. Dann könnt ihr Audio noch umstellen. Ich habe jetzt halt 56 Kilobytes pro Sekunde und 100%. Und ja, so viel war es dann also dazu. Zu den Flash-Optionen. Dann, wenn ihr halt alles hier angepasst habt, könnt ihr Vorschau erstellen. Mache ich jetzt mal kurz. Dann könnt ihr so in etwa, oder wisst in etwa, wie groß denn euer Video wird. Könnte auch ein bisschen dauern. Also, das ist mal so ein Schnell-Render-Durchgang. Die ersten 30 oder 10 Sekunden werden dann nur gezeigt und so. Und ja. Dann, wie gesagt, ein bisschen dauern. Aber Rendern dauert sowieso 20 Minuten. Also, kommt aufs Video drauf an, aber halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten. Kann aber auch länger dauern. Kommt wie gesagt darauf an, wie groß das Video und wie lang das Video ist. Das variiert immer so ein bisschen.
So, dann habt ihr halt eine Vorschau erstellt. Ihr müsst keine Vorschau erstellen, dann könnt ihr jetzt, wird hier geöffnet. Und normalerweise müsst dann hier so ein Video erscheinen, das könnt ihr euch dann einfach mal angucken. Ich schließe es jetzt einfach mal. Dann klickt ihr halt auf einen Manager und das ist dann das halt das Video, was ihr dann hier rendern wollt. Das ist jetzt geschätzte Größe 6 MB. Ich glaube, das stimmt gar nicht richtig. Auf jeden Fall werden wir, habt ihr es jetzt gesehen, jetzt gehen wir einfach weiter. Einführung überspringen wir, dann könnt ihr jetzt aussuchen, wo ihr das hinspeichern wollt. Macht am besten mal einen Ordner. Dann nennen wir es jetzt einfach mal. Hoppala, jetzt habe ich den Ordner geändert. Mist, fertige Videos. Und dann nenne ich das zum Beispiel Test. Dann wird es gerendert, das kann halt wie gesagt ein bisschen dauern. Ich würde sagen, ich mache so lange eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann wieder, wenn es fertig gerendert ist. So, ich habe den Vorgang einfach mal abgebrochen, da das ein bisschen länger gedauert hat und ich will jetzt einfach mal weitermachen. Auf jeden Fall sehen die Videos dann circa so aus. Fertige Videos, dann habt ihr hier halt ein Video. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal einfach, was ich letztens hier gemacht habe, das ist mit Camtasia. Und Camtasia werden die Videos eh ein bisschen kleiner. Aber wir nehmen jetzt mal so ein Fraps-Video, das ist jetzt zum Beispiel... Das ist ein Minecraft-Teil. Ich muss eben mal gerade suchen. Zum Beispiel, wartet mal. Ja, die heißen bei mir alle ziemlich komisch, weil ich einfach irgendwas eingegeben habe. Ändere ich dann, wenn ich hochlade. Dann auf jeden Fall zum Beispiel dieser Minecraft-Part. Ist dann halt gerendert und beträgt dann bei mir zum Beispiel, weil ich 40% habe, also Qualität und HD, beträgt das dann bei mir 191 MB und das ist dann 12 Minuten. Also es geht, also ich habe eine 2500er Leitung, dauert circa 2 Stunden, 2 Stunden bis das oben ist. Das dauert ziemlich lang, aber ich weiß ja nicht. Also ihr müsst immer ein bisschen rumprobieren und einfach mal gucken, wie groß ihr es machen könnt, wie lange es dauert. Und dann halt immer ein bisschen so rumspielen und ändern. Und dann habt ihr es irgendwann. Also, na, immer mal so gucken, wie man das am besten macht. Halt 1280x720 gerendert, das ist dann HD. Und ja, das war's auch eigentlich schon mit dem Tutorial. Ich habe euch jetzt einfach mal so gezeigt, wie ihr rendern könnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr noch Fragen oder ähnliche Sachen habt, könnt ihr sie mir in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte sie. Bis dahin und ciao.